Und heute, wenn du dann mit Leuten redest, der sagt dir, Allah ist überall. Und diese ganzen Sachen, das, was immer geredet wird. Wo ist Allah? Allah ist überall. Hat das irgendeiner von den Sahaba gesagt? Hat irgendeines ein Sahabi, Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, bei Fath Mekka, als Mekka erobert wurde, im 8., fast eher im 9. Jahr von Hijra, quasi ein Jahr bevor der Prophet Muhammad gestorben ist ungefähr, ja? Als Mekka erobert wurde, wie viele Menschen, wie viele Sahaba waren da? Wie viele Leute haben den Prophet Muhammad gesehen, sallallahu gesehen von den Muslimen? 100.000, ja? 100.000 Sahabis waren da. Gibt es einen einzigen Sahabi, der sagt, Allah ist überall? Gibt es sowas? Gibt es nicht. Keinen einzigen Sahab, kein einziger von diesen 100.000, von seinen Schülern, Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, kein einziger hat so eine Aussage getätigt. Allah ist überall. Wie Allah ist überall? Allah ist im Kühlschrank, Allah ist im Badezimmer, was ist das? Allah ist überall. Das ist der Glaube von so vielen Kuffar.